Was sagt ihr zu Benjis Rückkehr? Was soll man dazu sagen, Digga? Stand der Dinge ist halt immer noch schade generell, wie sich natürlich alles entwickelt hat und so. Man hat sich ausgesprochen, aber im Endeffekt, wenn ihr euch zurückerinnert an das Highlight-Video, wer vielleicht dann doch die wahren Freunde waren und ihm damals schon alles gesagt hat und vorhergesagt hat, wie es kommt, waren vielleicht andere, als er gedacht hat. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er da vielleicht auch nochmal irgendwie Stellung dazu nimmt oder so. Aber vielleicht einfach mal die Hand hebt, ne? Einfach mal die Hand hebt, so. Weil, ich sag mal, wir, gerade vielleicht wir zwei, die ja noch ein bisschen engeren Draht zu ihm hatten, ne? Haben da schon eigentlich die Meinung gesagt und auch gesagt, wie das einfach alles ablaufen wird und wie es passieren wird. Und genau so ist es passiert. Und ja, ne, so ist es jetzt halt. Jetzt ist er wieder da, ist okay. Gute Entscheidung, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Entscheidung ist die richtige. Ist definitiv die richtige, auch für ihn. Aber ja, ne, ist halt genau so gekommen, wie wir es eigentlich gesagt haben. Sagen wir mal so, hat ihn halt wahrscheinlich viel Geld gekostet, alles drum und dran. War vielleicht aber auch für ihn mal eine Erfahrung, um zu sehen, ey, ich hab also so geht's ja nicht, ne? War vielleicht auch mal wichtig, aber man hat es ihm von Anfang an gesagt und da kam halt dann, sage ich mal, immer nur Gegenwind und die sind die Bösen und wir sehen das alles zu eng und wir würden alles falsch sehen und was wir für eine Meinung hätten und so und die, aber ja, wir haben es nur gut gemeint und wie das so unter Freunden ist, Freunde, da sagt man knallhart, was man denkt, ne? Aber ich denke, jetzt hat er das auch bemerkt, dass es ja auch am Ende des Tages so kam, wie wir es auch gesagt haben. Oder wie es viele vielleicht auch von euch in den Kommentaren schon gesagt haben. Ja. So ist es halt. Bist du auch wieder da. Ja. Yoka Gaming, danke. Er bereut es ja auch nicht. Ja, also ich sag im Innerlichen bereuen. Naja, man wird schon zurückdenken und sagen so, scheiße, ne? Kacke, was habe ich da gemacht, ne? Genau dafür sind ja auch Freunde da, ja, aber anscheinend wurden, wie soll man das jetzt sagen, Digga, ohne dass da wieder ein großes Fass aufgemacht wird, aber wir haben ihm als wahre Freunde, haben wir ihm genau das gesagt eigentlich, ne? Dass viele von seinen Freunden, die er vielleicht dachte, was wahre Freunde sind, das natürlich befeuert haben, Dubai geil und wir kommen Silvester feiern und. Machen Urlaub bei euch und so, ne? Und wir haben halt gesagt, konzentrier dich, mach das, es ist definitiv die falsche Entscheidung. Dann wurden wir ja irgendwie gar nicht mehr mit einbezogen, dann waren wir ja auf einmal die Bösen, dann kam ja das Auswanderungsvideo, wo wir gar nicht mehr da waren, also wo wir gar nicht erwähnt wurden, wo wir es dann erst auch übers Internet erfahren haben, dass er dann endgültig geht. Und jetzt nach einem Jahr sitzt er im Endeffekt wieder da, wo wir ihm gesagt haben, so wird's halt kommen, ne? Ja, Freunde, weil das Leben ist nicht immer nur hier feiern, da feiern, dort feiern, hier saufen, hier Urlaub machen, da Urlaub machen, hier leben, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Klar, man kann so leben, aber ich glaube, in dem Business, was wir hier machen, kann man das halt irgendwo nicht machen, so. Und ich denke, das hat er auch gemerkt, hat ja auch irgendwann mal gesagt, ey, irgendwann hat er dort mal gemerkt, als er sich da mal auf die Pfote gehockt hat und gestreamt hat und gemacht hat, dass eigentlich für das andere gar nicht mehr die Zeit bleibt, immer nur am Strand zu liegen, hier was zu trinken, dort was zu machen, da was zu machen. So, wisst ihr? Das haben wir ihm halt immer gesagt, so, man kann ja feiern gehen und sein Leben leben, so, aber es erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wollt ihr wieder so Kontakt haben? Ja, wer hat ja noch Kontakt, ne? Aber man braucht es halt nicht schönreden. Natürlich ist da so auch so ein bisschen Bruch entstanden, ist ja auch klar, Digga, ne? Wenn im Endeffekt du gar nicht mit einbezogen wirst, so als, also, um es mal so zu sagen, ne? Jeder kennt es. Es gibt beste Freunde im Leben, die hat man und manchmal sieht man sich halt nicht jeden Tag und hat nicht jeden Tag Kontakt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich mich auf diesen besten Freund immer verlassen könnte. Ich meine, Simon und ich, wir sehen uns gefühlt tagtäglich, aber wenn es jetzt nicht so wäre, dann wüsste ich, dass ich Simon noch zwei Wochen anrufen könnte. Und er sagt, ich komme in 6 Wochen. Und können sagen, ey, wir müssen eine Leiche verbuddeln, dann würde er sagen, alles klar, ich komme, ich verbuddel die Leiche. So auf die Art, ne? Und so war das ja eigentlich auch mit Benji. Also man war schon sehr dicke, man muss auch sagen, Benji
war bei mir auf der Hochzeit, der war auf meinem JGA, der war überall mit eingebunden. Und aber aus Benji seiner Sicht, nur weil wir uns dann tagtäglich gesehen haben oder auch mal öfters abgesagt haben, weil wir gesagt haben, ey, wir können jetzt am Freitag nicht mitfeiern gehen, weil wir streamen und weil wir das machen und weil wir hier noch machen und hier machen, waren wir anscheinend in Benjis Augen nicht mehr gute Freunde, weil wir eh nur absagen und immer was anderes haben und so. Und ich glaube, das hat er jetzt halt verstanden, Digga, dass beste Freunde nicht heißt, der beste Freund ist der, der jetzt gerade aktuell mit mir saufen geht oder irgendwas macht, sondern ein guter Freund ist vielleicht wirklich einer, mit dem ich ja täglich Kontakt habe, wenn es halt so ist, aber ich mich trotzdem immer auf den verlassen kann. Und das war halt einfach so. Ihr müsst überlegen, damals noch zu Benji mit dem Umzug nach Berlin, so er sagt mir 2 Tage vorher Bescheid, ey, ich brauche jemanden mit dem LKW-Führerschein, flieg mit mir mal bitte nach Berlin, ich muss meine Sachen runterholen nach Worms. Und ich sag, ey, ich habe nur noch einen Urlaubstag in meiner Firma, aber ich nehme ihn, ich helfe dir, ist gar kein Problem. Wo waren seine wirklichen Freunde, als wir in Ding wieder angekommen sind? Wer war da? Simon stand da, Bossi und ich sind runtergefahren und ich glaube, Sona war, glaube ich, ja, auch da. Ja, sonst war keiner da, ne? Und sonst war keiner da. Aber wenn es dann, ich sage jetzt mal, wenn es dann aber heißt, ey, heute Abend Champions League gucken, da war wieder jeder da. Da hat dann wieder jeder bei denen gehockt. Und das ist halt einfach das, was er jetzt vielleicht, also jetzt auch ohne böses Blut, aber das ist jetzt was, wo er vielleicht dann auch einfach mal merkt, so, weil wir immer abgesagt haben, kaum Zeit hatten, wir wurden ja auch gar nicht mehr in dieses Auswanderungsthema quasi ja mit eingebunden. Die sagen ja eh ab. Und er hat ja auch schon mal so durch die Blume gesagt, ja, ich wusste ja, was ihr sagt und so. Und wir waren halt einfach nur ehrlich zu ihm. So wie das halt wahre Freunde halt auch einfach machen. Einfach ehrlich sein, egal ob man jetzt täglich Kontakt hat oder nicht. Und ja, ihr seht ja jetzt, wie es gekommen ist, ne, im Endeffekt. Und da habe ich eigentlich gehofft, dass er sich wirklich dann jetzt auch gerade in dem Video, was wir uns ja auch angeguckt haben, vielleicht mal hinsetzt und auch so ein Thema mal anspricht und sagt, ey, ne, die Jungs waren eigentlich tatsächlich immer für mich da, egal wo, die haben mir immer geholfen. Klar, die hatten einfach nicht so viel Zeit, wie jetzt jemand, der Single ist und... Gut, was man ja auch nicht vergessen darf, es ist auch immer was anderes, Chat, wenn man Stream braucht so viel Zeit, ja, so Stream und dann, du freitags, ja, wir streamen ab 14 Uhr bis nachts, so. Und dann ist natürlich klar, dass du dann am Samstag, kann man natürlich was machen, dann musst du dich aber auch mal um deine Freundin, um deine Familie kümmern, so. Und dann sonntags ist ja bei uns wieder im Studio Stream, so. Natürlich konnten wir dann nicht sagen, ey, gut Benji, wir können jetzt am Freitag mit dir immer saufen gehen. Geht halt, funktioniert halt einfach nicht. Aber wenn was Wichtiges war und er gesagt hat, Männers, die Kacke ist am Dampfen, ich muss bei euch vorbeikommen, es ist irgendwas, dann konnte er herkommen. Da waren wir ja immer da. Und, aber wie gesagt, und sowas gibt dann natürlich halt schon einen kleinen Bruch, ne, muss man halt auch wirklich ja fairerweise sagen. Aber nichtsdestotrotz werden auch zu FIFA 23 auch wieder Aufnahmen kommen. Man versteht sich ja auch wieder. Man versteht sich ja auch wieder, ne. Und ja, so ist es jetzt halt einfach gekommen, ne. Und ja, jetzt ist er wieder da, was ja auch gut ist, was schön ist. Er ist ein bisschen geerdet worden, finde ich auch gut. Ja, jetzt kann er neu attackieren, ne. Und was Benji auch immer gut tut, was er hat ja auch in dem Video gesagt, so eine Frau in seinem Leben, ne, war ja schon mal so, das tut ihm gut, einen Rhythmus zu haben. Benji braucht einen Rhythmus, so, und das, da braucht er einfach was, so. Und das war ja hier auch schon mal so, und zu der Zeit, da war der richtig produktiv, ne, weil wir brauchen gewisse Rhythmusfreunde, sonst funktioniert gar nichts. Er muss sagen, dienstags, bei uns ja auch, dienstags 18 Uhr, es wird gestreamt, ne, so ein Rhythmus, wo du sagst, ey, heute um die und die Uhrzeit nicht so, ja, gut, ich guck mal, vielleicht, na, heute nicht, ach komm, dann morgen, ah, scheiß auch drauf, dann heute Nacht und so. Ich glaube, das ist auch für Benji wichtig, so. Ist mit Steini alles gut, also bei euch? Ja, ja, natürlich, ne, da ist halt auch so, da macht halt jetzt jeder sein Ding, ne, aktuell so, aber mit Steini ist auch so, dem könnten wir jetzt schreiben, der würde uns immer helfen, wir würden ihm immer helfen, ne, das ist, ist alles cool mit Steini, mit Broski ja sowieso. Was mit Bossio? Mit Bossio, was soll ich denn da jetzt sagen? Was soll ich da jetzt sagen? Mit Bossio ist halt, Bossio ist nach Dubai ausgewandert und das ist so der letzte Stand der Dinge, muss man eigentlich nur so sagen, ne, so. Was sagt man? Ja, was sagt man dazu? Zu Bossio, also, hat man vielleicht auch anders da kennengelernt, wie sie es jetzt entwickelt hat, sagen wir es mal so. Ist ja auch kein Streit oder sonst irgendwas, aber da hat man jetzt so gar nichts mehr gehört, muss man ehrlicherweise sagen. Klar, auch wir haben ihm jetzt nicht irgendwie groß geschrieben oder sonst irgendwas, aber da ist halt wieder der letzte Stand, er ist nach
Dubai ausgewandert und seitdem, ja. Auch nichts mehr gehört. Nichts mehr gehört, so, ne? Einfach, ne? So, keine Ahnung, ja. Und wir wissen noch nicht, ob er jetzt in Dubai bleibt oder kein, was er überhaupt macht. Keine Ahnung, wirklich, keine Ahnung. Also. Ja, also. Im Endeffekt, jetzt so rückwärts betrachtet, muss man sich ja natürlich schon ein bisschen ausgenutzt fühlen. So aus der Sache kann man das ja eigentlich schon sagen, ne? Also. Anscheinend war man immer nur gut genug, als dann halt die Klicks und alles drum und dran laufen und die Crew, die ist das. Und ja, keine Ahnung, ich kann euch nicht mal sagen, was er macht, wie er jetzt sein Geld verdient, wo er rumtut, wo er lebt, ich kann gar nichts dazu sagen. Ne? Aber wie gesagt, da hat man eh nicht so einen extremen Draht gehabt wie zu Benji. Ne? Muss ich sagen, dieses Kernding war ja immer Broski, Benji, Steini. Ne? Ja. Das war ja so dieses Urding, wie wir uns damals bei mir noch getroffen haben und gemeinsam einfach... Ja. So durchgezogen hat, so, wisst ihr, Freunde, von nix, ja. Sich komplett hochgeackert hat, so, ne, als Gemeinschaft, so, und das hat einem natürlich damals, hat einem einfach zusammengeschweißt, auch wenn jetzt Benji, keine Ahnung, man wird diesen Jungen in seinem Leben nie vergessen, ne, man wird Steini niemals vergessen, man wird Broski niemals vergessen, weil das war einfach, wir haben so viel durchgemacht und es hat einem einfach so viel, jeder kennt von dem anderen, ich sag jetzt mal, jeder kennt den anderen nackt, ne? Sag ich jetzt mal so. Ist auch einfach so, ne? Komplette Ohrschlüssel. Man hatte einfach voneinander, jeder wusste über jeden, jeder kennt jeden, jeder war. Du hattest keine. Nix. Es war einfach. Ja. Du kannst auf jeden, wusstest du von jedem alles oder weißt du von jedem alles. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo du, sag ich mal, bei Bossio war das ja nie so eng auch, ne? Aber bei denen Jungs so, das ist ja. Ist was ganz anderes. Was ganz, ganz anderes. Die Crew halt, ne? Auch so.